Die Weser hoch bis zur Nordsee oder Bad Karlshafen. 520 Kilometer mit dem Fahrrad in nur 3 Tagen. Ob es machbar ist, 173 Kilometer am Tag zu schaffen und was mich alles auf dieser Tour erwartet, seht ihr in den kommenden Videos. Also liken und abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr die ganzen Videos nicht verpasst. Viel Spaß bei dem Intro und somit würde ich sagen, auf geht's. Ich will mal ein bisschen abtrinken. Aber ist gut. Hier seht ihr. Muss ich sagen. Naja, weiter geht's. Hier wird nachher sauber gemacht. Jo. Kilometer 22. Jetzt gibt erstmal eine Banane. Es ist jetzt 7.30 Uhr, um genau zu sein. Und ja. Jetzt darf ich nur nicht in die Büsche fahren. Am besten eine Geschwindigkeit halten. Guten Hunger. So, hier seht ihr Luca, er ist gerade mit dem Fahrrad gefahren und hier sehen wir, hier ist der Kopf aufgeknallt und dann bis nach dahin gescheppert. Ja, das war auf jeden Fall unsere Melone. Aber müsste trotzdem noch schmecken. Ja, wunderbar. Müsste trotzdem noch schmecken. Lass mal los. Wollen Sie Melone haben? Nein, danke. Auf dem Taro sind 84 Kilometer und das mit einer Zeit bis jetzt von unter 4 Stunden, nämlich mit 3 Stunden und 50 Minuten. Ja, also wir fahren ungefähr in einer Stunde 20 bis 25 Kilometer und ich bin zuversichtlich, dass wir heute unser Tagesziel erreichen. Aber wir finden es raus. Und wir haben genau jetzt Kilometer 100 erreicht. Und ja, jetzt suchen wir die nächste Stelle, wo wir halten. Und ja, ich würde sagen, let's go. Wir machen hier gerade eine kurze Pause und das Solarpanel, wie soll es anders sein, ist auf blau höchster Stufe. Hier seht ihr oben in der Ecke, Handy lädt und Powerbank lädt auch. Sehr gut. Jetzt gibt es ein Vorabendessen beim Dönermann hier in Hameln und ja, wir müssen auch den Grey jetzt mal beim Dönermann austesten und das machen wir jetzt einfach mal. Also saftigen Döner. Ich glaube, ich bin auch der Erste, der den Grey beim Dönermann benutzt. Mm-hmm.
gerade noch seine Sachen aus. Und ich liege schon im Biwaksack drin. Seht ihr das? Wieder mit der Isomatte, mit der gelben. Luca hat eine andere mit dabei. Und ich würde sagen, gute Nacht, bis morgen. Guten Morgen, wir sind zurück auf dem Fahrrad. Hier ist natürlich jetzt alles gepackt. Und Luca steht da vorne. Und den verabschieden wir jetzt auch da vorne an der Kreuzung, da er jetzt nach Hause fährt. Aber ich bringe diese Tour zu Ende. Ich bringe den Sieg mit nach Hause. Von daher würde ich sagen, let's go. So, mach's gut, ciao. Jo, ciao. War schön. Jo. Wollen Sie noch mal kurz einen Kommentar abliefern? Ja, tut mir jetzt leid, dass ich jetzt nicht mitkommen konnte, ne? War keine Zeit. Aber war auf jeden Fall cool jetzt. Der Tag, haben ja doch irgendwas geschafft, ne? Gestern, ja. Also, alles gut, ne? Aber jetzt wird geschrubbt. Tschüss. Ciao. Wir wollen ja hier nicht gleich noch Tränen fließen lassen, von daher würde ich sagen, geht's jetzt los auf den Bock. Heute soll es auf jeden Fall 35 Grad werden. Ich habe heute auch meine Radler-Unterhose an. Hier habe ich noch so ein Strip-Outfit an. Messer ist natürlich auch am Start. Das tat gerade ein bisschen weh. Und jetzt geht's nach Ritteln. Ich zeige euch das kurz. Einmal kurz gedreht. Da oben steht's, Ritteln. Genau, da fahre ich jetzt hin. Und ja, wie gesagt, E-Bike ist zwar ein E-Bike, aber hier alles aus. Also Muskelkraft und der Muskelkater von gestern kickt auch schon ein bisschen, aber es geht, also es hält sich wirklich in Grenzen. Und heute ist mein Tagesziel 250 Kilometer, eventuell auch 280 Kilometer, aber es kommt halt drauf an, wo ich mich dann befinde. Überlegt habe ich heute bis nach Bremen zu fahren, muss aber halt gucken, ob ich das schaffe. Ich blende euch jetzt meine Karteneinsicht ein, also ich bin jetzt Hameln, hinter Hameln und also ich sag mal so 10 Kilometer aus Hameln rausgefahren und ja, jetzt fahre ich und Luca in andere Richtungen, unsere Wege kreuzen sich hier. Ich bin trotzdem froh, dass er mitgekommen ist, er hat mir nochmal so ein nochmal so einen Schub gegeben und mich motiviert, diese Tour jetzt hier richtig durchzuziehen, richtig zu beißen. Und ich würde auch mit sagen, somit würde ich sagen, let's go!